Herzlich willkommen bei Foto Dinkel. Und wieder haben wir eine neue Kamera, die wir euch gerne vorstellen würden. Und zwar geht es heute um die GFX 100. Nein, natürlich nicht, sondern um die neue GFX 100S. Gehen wir kurz die Specs durch. Die GFX 100S ist die vierte und zugleich fortschrittlichste Kamera aus dem Fuji GFX-System. Technologisch baut die Fujifilm GFX 100S auf der Fujifilm GFX 100 und deren Konzept einer kompakten, leichten Digitalkamera mit großformatigen Sensor auf. Dank ihrer handlichen Bauweise und ihrem kompromisslosen Leistungsfähigkeit kann die GFX 100S auch in Situationen eingesetzt werden, die zuvor ausschließlich Kameras mit kleinerem Sensor vorbehalten waren. Die GFX 100S wiegt nur 900 Gramm und ist von ihren Abmessungen her mit den meisten Vollformatkameras vergleichbar. Dennoch verfügt sie über einen großformatigen 102-Megapixel-Sensor, eine integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung, einen schnellen und präzisen Autofokus sowie die legendäre Fujifilm-Farbtechnologie. In Summe macht das die GFX 100S zum ultimativen Werkzeug für Fotografen und Videografen. Das waren jetzt erstmal die grundlegenden Specs der Kamera. Vielleicht gehen wir auf ein paar Punkte noch spezifischer ein. Und zwar, der Sucher ist wie bei der GFX 100 leider nicht abnehmbar. Heißt, dieser ist fest verbaut und ich kann keinen Winkelsucher dazwischen bauen. Die Kamera ist im Gesamten 500 Gramm leichter oder auch 30% kleiner geworden. Also ist natürlich doch ein ganz schnuckeliges Gerät für einen 100-Megapixel-Sensor. Der Akku der GFX 100S ist diesmal nicht der gleiche aus der GFX 100, sondern der von der Fuji X-T4. Wir sprechen hier bei 460 Bildern im normalen Modus und 400 Bildern im Boost-Modus benutzen wir das Display. Ein Batteriehandgriff gibt es für die GFX 100S leider nicht. Bei der 100 war er ja fest mit verbaut. Optional bietet Fuji dann einen Vertikalgriff an, der sozusagen eine Griffverlängerung ist, um den kleinen Finger abzulegen. Zudem hat der eine AK-Swiss-Befestigungsmöglichkeit, damit ihr die Kamera mit diesem Quergriff direkt auf AK-Swiss-kompatible Köpfe festschrauben könnt. Durch den 5-Achsen-Bildstabi der Kamera ist es auch bei der GFX 100S möglich, einen Pixel-Shift zu machen, wobei ihr dann Bilder mit 400 Megapixeln erhaltet. Für die Filmer unter euch, die gerne einen Mittelformat-Look hätten, aber eine Arri Alexa LF außer Reichweite ist, bietet die Fuji auch 4K-Videoaufnahmen an. Unter anderem kann ich aber auch 12-Bit RAW ausgeben und das Ganze dann zum Beispiel mit einem Atomos Ninja 5 dann aufzeichnen. Die Kamera kostet 5.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferzeit wird voraussichtlich Ende Februar, Anfang März sein. Gerne könnt ihr uns anrufen, wenn ihr die Kamera vorbestellen wollt oder auch Fragen zur Kamera habt. Das Gleiche wäre natürlich auch möglich über Mail oder über unsere Webseite. Bleibt alle gesund und hoffentlich dürfen wir euch bald wieder bei uns im Laden begrüßen. Euer Dominik vom Fotodinkel.